So Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute führen wir die Billig und Willig Serie von Röder fort. Und zwar geht's heute weiter mit den neuen 5, 6 und der Nummer 7. Ich freue mich sehr drauf. Es gibt schon ein erstes Video von den ersten paar. Da hatte mir nur eine gefehlt. Ist jetzt mal oben verlinkt. Und wir fangen jetzt mal ganz locker flockig an mit der Nummer 5. Uns erwartet hier richtig geiles Kohlegold mit so schönen weißen Blinkerspitzen und immer beim Aufstieg einen fetten Weißblinkerfeuertopf. Ich würde sagen, Abfahrt. So Röder, ich freue mich. Richtig Bock auf die 6, 5, 7. Okay, dann machen wir die mittlere und dann die 6 und die 7 noch hinterher. Batterien, die immer sehr bekannt sind für schon sehr ausgefallene Effekte. Und Fürst, das ist so ein bekannter Typ für nicht funktionierende Brenner. Nee, da verwechselst du mich. Das war, dass er nicht klappt. Warst du das nicht? Nee? Nee, das war der andere. Ah, der andere Blödmann. Ja, siehst du? Ja, Leute, da müssen wir erst hingehen und schauen. Das seht ihr mal, die war doch schon mal geil. So Freunde, weiter geht's mit der Nummer 6. Hier haben wir ganz geile Corolla-Weiden, immer mit schön geilen Sternen. Unten auch wieder so einen geilen Blinkerfeuertopf, auch in verschiedenen Farben, mal rot, mal weiß. Sehr interessant, vor allem wenn man in Betracht zieht, dass alle so weit unter 20 Euro kosten und so an die 300 Gramm Satzmenge nur haben. Let's go. Jetzt gibt's die Nummer 6. Schon normalen Feuer, das ist ja auch geil. Ein schöner Effekt. Richtig schön. Und das Ganze schließen wir ab mit der Nummer 7. Auch hier mein Highlight. Haben hier wieder eine schöne, cleane Weißblinker-Batterie, weiße Feuertöpfe und Weißblinker, die sich oben in dieses geile Blütenstaubmäßige verwandeln. Seht einfach selber. Ich finde die mega geil. Genauso wie alle drei. Viel Spaß bei der letzten. Zu guter Letzt die Nummer 7. Oh, das ist jetzt die geile. Die geile mit den Weißblinkern. Die geile. Die ist richtig geil. Ja, super geil. Richtig schön. Also alle drei richtig gelungen wieder, Röder. Super gemacht.